bevor ich zum Islam gekommen bin. Ich bin mit Muslimen aufgewachsen, hauptsächlich mit Türken. Weil da, wo ich herkomme, da waren sehr viele Türken. Ich bin mit denen aufgewachsen. Leider, wenn ich jetzt von heute betrachte, die haben damals nicht praktiziert. Damals wusste ich das jetzt nicht so sehr, weil ich mich nicht so im Islam auskannte, natürlich. Die haben zum Beispiel gefastet schon, aber nur gefastet. Sie haben nicht gebetet oder die haben nicht. Die haben halt, Ramadan haben die gefastet. Wo ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich einmal war ich bei einer Familie und bei einem Kumpel von mir habe ich mitgefastet, obwohl ich kein Muslim war. Ja, also direkt abends, wenn natürlich dann wenn sie gegessen hatten, haben die dann statt zu beten oder so, haben sie ihre Zigarette dann angemacht oder nach dem Ramadan haben die dann halt weiter getrunken und solche Sachen. Ja, aber ich bin eigentlich mit Türken aufgewachsen. Was ich vom Islam davor kannte, war eigentlich das, was ich von denen gesehen hatte. Und es gab nur ganz wenige, vielleicht von einem Freundeskreis 50 Leute, gab es vielleicht ein bis zwei Freunde, die das Gebet ein bisschen ernster genommen haben, aber auch nicht so gebetet haben. Aber von Eltern her, die Eltern waren strenger und die haben dann schon auch, die haben dann mit Alkohol nicht so vielleicht und auch mit vielen Sachen haben die sich ein bisschen zurückgehalten. Aber ansonsten, ja, ich habe jetzt auch keine großen Vorurteile gehabt, weil ich mich eigentlich nicht dafür, damit viel befasst habe. Ich wusste nur, dass wir uns manchmal nach der Disco morgens einfach dann unterhalten haben über den Islam, aber leider waren wir angetrunken, ich und ein anderer Freund. Und ich habe ein bisschen über Christentum erzählt und er über den Islam. Aber so, ich hatte keine Vorurteile über, und auch nicht so. Ich bin immer gut klargekommen mit Muslimen und ich habe auch nicht so von den Medien so viel jetzt Einfluss gehabt. Schlechten Einfluss, sagen wir mal so. Also, bevor ich Muslim war, war ich natürlich, wenn man auf die Welt kommt, man ist Muslim, bis die Eltern oder so, die ändern einem Jahr dann zum Käfer. Ich war evangelisch davor, christlich-evangelisch. Und ich habe die Religion eigentlich, wie gesagt, dadurch, dass meine Mutter arbeiten war, habe ich bei meiner Oma, als ich klein war, bin ich aufgewachsen und sie hat mir immer jeden Abend von der Bibel vorgelesen. Von dem her bin ich eigentlich so erzogen worden, dass ich eigentlich vor dem Essen also ich habe dann wie fast wie Bismillah, ich habe mich halt dann, oder besser gesagt, nach dem Essen habe ich mich bedankt für das Essen und so bei Gott. Alhamdulillah, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also ich bin schon so erzogen worden, dass ich habe zum Beispiel immer, auch später dann, wo ich Blödsinn im Kopf hatte und Blödsinn gemacht habe, habe ich mich trotzdem immer, habe ich immer mich zu Gott gewendet und habe gewusst, die Sachen, was ich mache, die kommen auf mich zurück, früher oder später. Und ich meine, man kennt das vielleicht vor den Freunden, man spielt sich ein bisschen auf, ey, keine Angst, dies und das, aber wenn man daheim ist, dann habe ich schon gemerkt, dass irgendwie ist nicht richtig, was ich gemacht habe. Und ja, Alhamdulillah, ich bin, wie gesagt, ich bin schon vom Elternhaus her religiös, also in diese Richtung, was die jetzt sagen, religiös auferzogen worden, ja. Ich habe also die Bibel gelesen gehabt öfters. Ich habe auch gebetet, jeden Abend, bevor ich ins Bett, auch wenn ich von der Disco besoffen nach Hause gekommen bin, habe ich mich niedergekniet, so also wie die Christen beten, und habe gebetet. Ja.